Am 9. November 1989 kam ich spätabends von der Uni in meine Studentenbude in Köln zurück. Mein Kumpel Christoph, mit dem ich dort zusammenwohnte, öffnete mir die Tür. Meine damalige Freundin, heutige Frau Dagmar, war auch da und beide überraschten mich mit der Nachricht, die Mauer sei offen. Ich konnte das trotz der Begleitumstände erst gar nicht glauben. Dann habe ich es gesehen, gehört, mich unheimlich gefreut. Meine halbe Familie lebte in der DDR, meine Mutter stammt aus Thüringen. Und es war für mich einer der glücklichsten Tage meines Lebens, die ich nicht vergessen werde. Und das, was man daran merkt, ist, dass die Freiheit etwas ist, was wichtig ist und was niemand am Ende des Tages den anderen Menschen wegnehmen kann. Aber die Freiheit muss auch jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Auch das sollte man nicht vergessen. Und deshalb mit diesem tollen Ereignis dieser friedlichen Revolution im Rücken sollten gerade wir als Sozialdemokraten dafür kämpfen, dass die Welt jeden Tag ein bisschen freier wird.